In diesem Video möchte ich die Gelegenheit nutzen, einen Blick in ausgewählte aktuelle Schulbücher zu werfen, die mehr oder weniger eng an dem Konzept des aufbauenden Musikunterrichts entlang entworfen wurden. Zuerst soll es um das Kursbuch für Musik Musics gehen, welches inzwischen in 3 Bänden für die Jahrgänge 5 bis 10 erhältlich ist. Im Lehrerband werden auf den ersten 15 Seiten in der Einleitung recht umfassende Einblicke in die zugrunde liegende Konzeption gegeben. Es wird unter anderem auch auf die Artikel verwiesen, die in den letzten Videos vorgestellt wurden. Die inzwischen auf die Zahl 8 angewachsenen Dimensionen musikalischer Kompetenz werden erklärt und es werden Kompetenzziele für jede der 8 Dimensionen gegeben. Stimme und Singen, Instrumente spielen, Körper und Bewegung, Variieren und Erfinden, Hören und Beschreiben, Kontexte herstellen und anleiten. Auch auf das Prinzip des sequentiellen Aufbaus und auf die Audiation inklusive Rhythmussprache nach Gordon wird explizit eingegangen. Die folgende Beschreibung jedes Kapitels enthält zu Beginn immer eine thematische Zuordnung sowie den allerdings recht vage bleibenden Bezug zur jeweiligen Kompetenzdimension. Gedacht ist Musics für alle Schulformen, ohne allerdings bewusst Differenzierung zu ermöglichen. Anders als in anderen Lehrwerken sollte man der Reihenfolge des Buches folgen, wenn man wirklich einen Aufbau von Kompetenzen unterstützen will. Dies wird zwar nicht ausdrücklich empfohlen, ergibt sich aber aus der konsequenten Folge der aufeinander aufbauenden Kapitel. Immerhin wird zwischen Kernstoff und optimalem Stoff unterschieden, in dem Versuch, den unterschiedlichen Stundentafeln in verschiedenen Bundesländern gerecht zu werden. Während Musics tatsächlich ein Kursbuch für den Musikunterricht ist, haben die Autoren des aufbauenden Musikunterrichts, allen voran Werner Jank, noch etwas anderes für den Musikunterricht vorgelegt. Music Step by Step – aufbauender Musikunterricht in der SEC 1. Dabei handelt es sich nun nicht um ein Unterrichtswerk per se, sondern es ist ein Handbuch, in dem noch einmal ausführliche Übungen für den Erwerb musikalischer Fähigkeiten und Kenntnisse in den folgenden Bereichen vorgestellt werden. Metrische Kompetenz und Bewegung, Bereich A. Rhythmische Kompetenz, Bereich B. Tonale und vokale Kompetenz, Bereich C. Und zusätzlich Unterrichtsvorhaben zur Integration der 3 Bereiche. Wie die Autoren betonen, soll dies nun nicht den Musikunterricht ersetzen, sondern ihn nur ergänzen. Nach einer kurzen Einführung, in der wiederum das Konzept vorgestellt wird, unter Verweis auf Gordon und die entsprechenden Veröffentlichungen, wird der Aufbau des Handbuchs mit der Unterteilung in die Bereiche A bis C erklärt. Im Hauptteil werden systematisch für jeden Bereich aufeinander aufbauende Übungen angeboten, die auch medial durch Videos und Audios unterstützt werden. Die Autoren nennen außerdem 12 Prinzipien des AMU, die zum Teil auf den Prinzipien aus den Veröffentlichungen der Autoren basieren, zum Teil aber auch neu erscheinen, ohne dabei weiter erklärt zu werden. Gerade die ersten beiden Prinzipien finde ich in der Platzierung interessant im Kontext eines Buches, welches ansonsten das schrittweise komplexer werdende Aufbauen von klar umrissenen Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellt. Viel eher würde ich die Punkte 3 bis 7 als typisch für den Inhalt des Buches ansehen. Ein weiterer Einblick in das strukturierte Vorgehen geben auch die möglichen Unterrichtsstunden, wie sie auf Seiten 14 und 15 dargestellt werden. Hier wird deutlich, dass die Autoren für die systematische Übung der Kompetenzbereiche in jeder Stunde 5 bis 15 Minuten reserviert sehen und der Rest der Zeit wäre dann davon vollkommen unabhängig, zum Beispiel für die Arbeit mit dem Buch Musics gedacht. Die normativen Entscheidungen, die mit der Gleichsetzung von der Beherrschung musikalischer Notation mit der höchsten Kompetenzstufe einhergehen, werden hier nicht diskutiert oder zumindest offengelegt. Für mich bleiben da Fragen offen. Ist ein Schüler oder eine Schülerin wirklich am kompetentesten, wenn er oder sie Noten lesen und schreiben kann? Was ist mit differenzierten Wahrnehmungen von Musik? Ist das weniger wert? Was ist mit Schülerinnen, die eine LRS haben oder einfach nicht gut im Schriftlichen sind? Können sie dann keine so hohe musikalische Kompetenz erreichen?
Ich persönlich finde es äußerst wichtig, wenn ich mich denn als Lehrkraft für die Arbeit mit dem Handbuch ernsthaft entscheide, über solche Dinge trotzdem kritisch nachzudenken und mir immer dessen bewusst zu sein, dass es auch andere Arten musikalischer Kompetenz gibt, als die, die im westlich-tonalen System existieren. Mir sollte bei allen Rhythmus-Pattern-Übungen und Tonleiterübungen bewusst sein, dass dies nur eine Form von Musik ist und es nur bestimmte Fähigkeiten widerspiegelt, für die ich mich absichtsvoll entscheide. Andere kritische Bemerkungen, die man dem AMU gegenüber anbringen kann und sollte, haben wir ja bereits im vorherigen Video thematisiert und darauf will ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Kurz eingehen möchte ich noch auf ein weiteres Lehrwerk aus Österreich, Musik aktiv. Hier liegen ebenfalls einige Prinzipien des AMU zugrunde, allerdings werden sie eher am Rande erwähnt und im Lehrerband nicht weiter ausgeführt. Wichtig ist den Autoren, dass das aktive Musizieren im Mittelpunkt steht, was auch die Nennung der Lernspirale vom Handeln, Können, Wissen, Begriff zeigt. Die drei Kompetenzbereiche aus Step by Step tauchen hier in etwas veränderter Form als Lernpfade für Tonhöhe, Rhythmus und Stimme wieder auf, sind allerdings nicht so systematisch und stringent für die tägliche Übung vorgesehen. An dieser Stelle sind wir am Ende des umfangreichen Moduls zum AMU angelangt und damit auch gleichzeitig mitten in der aktuellen Diskussion um den Musikunterricht des 21. Jahrhunderts. Im nächsten Modul werde ich Ihnen zwar keine wirklich großen Konzeptionen mehr vorstellen können, aber ich möchte doch noch einmal auf ein paar Themen eingehen, die immer noch relevant für den Musikunterricht sind.